Jo Freunde, was geht? Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Gothic 2 und die Nacht des Raben ist auch dabei. Wir sind letztes Mal hier stehen geblieben. Ich habe, muss ich dazu sagen, die Folge aufgenommen, habe sie hochgeladen. Die ist zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, wo ich jetzt aufnehme. Wie viel Uhr haben wir? Ja, okay, die kommt erst eine Stunde online. Das heißt, ich kann noch nicht auf die Kommentare eingehen, ja. Letzte Folge war aber ein bisschen kurz, ja, war nicht beabsichtigt. Ich bin selbst ganz erschrocken, als ich da 37 Minuten gesehen habe. Aufsteigen. So, ist keine Lags. Perfekt. Das freut mich. Ich glaube aber, so viel gab es da auch nicht. Ne? Wir waren ja einfach nur ein bisschen auf Erkundung. Deswegen, ja. Ne? Warte, was ist hier irgendwas zum Hochgehen? Warte mal. I love it. So, jetzt lässt du das Rizel fallen, als wäre es nichts wert. So, at least ist es ja ganz oben. Ne? Da musst du nicht lang suchen. Ich gehe mal kurz... hier hoch. Ja, danke. Nein, doch nicht? Haben die da echt... Haben die da eine Blockade mit den Bäumen eingeführt, oder was? Das war ein bisschen Trash. Kann man hier... Och komm, ich dachte jetzt, ich hab einfach übel ausgetrickst. Der kommt hier hoch? Ha! So, jetzt kommt der nächste Baum und ich glaube mal, hier ist Feierabend, ne? Okay, nee, ja, hier geht's nicht weiter. Ich dachte jetzt, das wäre so eine... Das wäre so eine typische Stelle, wo ihr mich darauf hingewiesen hättet, dass es dort noch was zu holen gibt. So, jetzt lässt du das Rätsel wieder fallen, als wäre es nichts wert. Hatten wir heute schon mal, ne? Okay, ich habe es ja letzte Folge aber schon gesagt, was wir jetzt machen könnten. By the way, ich habe mein Fenster offen. Ich hoffe, man hört es nicht allzu laut. Irgendwie die Outside-Geräusche. Aber ich habe keinen Bock, mir den Ass wegzuschwitzen. Ich glaube schon, dass das halbwegs gehen sollte. Okay, ich habe es gesagt, letzte Folge, was wir jetzt machen. Uff! Moment, ich habe hier eine Fehlermeldung. Ich glaube, jetzt sollte es besser sein. Hoffe ich. Ich habe zumindest keine Fehlermeldung mehr. Ja, hoffen wir mal das Beste, ne? Gar keinen Bock auf eine ruckelnde Aufnahme. Gar keinen Bock. Okay, also wir sollten doch... Habe ich jetzt schon erzählt? Nee, ne? Wegen dem ganzen Kack-Lag hier und mein Brain-Lag obendrauf auch noch. Und zwar sollten wir doch nochmal kurz Gorn besuchen gehen, ne? Genau das machen wir. Genau das machen wir jetzt. Ich muss ein bisschen lauter machen. Oh, und da unten lässt sich ja auch noch geil grinden, ne? Den müssen wir auch mitnehmen. Nicht, dass wir hier einmal dann, war ja eigentlich unser Plan, ne? Den Taschendiebstahl lernen und dann ist wieder Feierabend mit den, ganzen Skillpoints. Lernpunkten. Ich glaube, war das, wo man hochgekommen ist? Weil da müsste da unten noch einiges los sein. Ja, tatsächlich. Das ist schon das. Kralle ist ein Level aufgestiegen. Also bei mir ist der Tonfall gerade richtig weird. Also ich höre... Mal gucken, geht's besser? Oh, das war wohl kein Crit, ne? Das war... Ah, jetzt kommt der Ton gut durch. Ich werde angefeuert. So, ja, komm mal ran! Hör mal auf mit deinem scheiß Feuer. Oh, Kralle geht rein. Ja, wird das schon schaffen irgendwie, ne? Wird das schon schaffen. Oh, das wird er nicht schaffen. Oh, schön, die sind alle abgelenkt. Perfekt. Besser hätte es nicht laufen können, tatsächlich. Kralle ist einfach so der Lockvogel gewesen gerade. Easy, Alter. Ich weiß nämlich noch, bei dem Haufen hier, ich versuche ja immer die Sachen nicht rauszuschneiden. Und da, dass ich manchmal von A nach B laufen musste, bin ich einfach immer an denen vorbeigerannt, ohne sie abzuschlachten. Und die haben so gesackt, ne? Ich bin da einmal sogar richtig kleben geblieben und dann war ich einfach komplett so eingesperrt zwischen Orks. Mhm. Was ist denn da los? Ey, Junge. Okay. Ja! Okay. Noch ein paar vielleicht, wenn's geht. Schaffen wir das? Das ist ein Waage. Scheiße, man kann nicht. Na komm.
Ja, der nimmt es gut. Der nimmt es gut. Vor allem können wir ja hier auch noch Skillpunkt investieren. Defensiv. Und dann können wir noch die Rüstung geben. Ja, der hält gut aus. Ja, wir können noch so viele Levels dann hier steigen, ne? Aber ab dann wird es tatsächlich. Wobei, nee, nicht wüsste, wo wir hingehen können. Danach könnten wir eigentlich mal zu dieser Barrikade, die die Orks aufgebaut haben, gehen. Wird zwar wahrscheinlich auch nicht die Folge stattfinden, ne? Ja, ist halt auch wieder so eine Sache. Sollen wir das jetzt mitnehmen? Sollen wir das nicht mitnehmen? Weil ich fühle mich irgendwie durch. Ja, stimmt, das wollte ich auch noch ansprechen. Wir haben mittlerweile die Position oder halt diesen Standard drin. Nein, Standard passt auch nicht. Wir sind mittlerweile so weit, wie vor vielen Folgen schon gesagt. Ich freue mich drauf, wenn wir irgendwann so richtig krass sind und einfach nur wie so ein Dämon übers Land streichen und jeden töten, der uns im Weg steht. So, links, rechts, nee, links, links, rechts. Perfekt. Also mittlerweile sind wir schon echt sehr, sehr sick unterwegs. Der letzte Power Spike hat es halt richtig gerissen. Eine Wurst hast du dabei. Dunkelpilz, Gold, eine alte Münze, Olafsbeutel. Ein paar Münzen sind am Start, okay. Was war mit Olaf? Gab es da irgendwie eine Quest? Weil der einen Namen hat, ne? Sonst wäre halt da einfach nur, keine Ahnung. Alter Lagerboy oder so. Wäre dann eigentlich der Name. Da oben links müssen wir auch nochmal anschauen. Ich glaube, mit Olaf war irgendwas. Müssten wir nochmal auf die Quest, aufs Quest-Tagebuch schauen. Ach so, ja, unsichtbar. Natürlich, natürlich. Also langsam sterbe ich dann auch. Uff. Junge, ist das ein Blutorg? Oder was wirft der da? Und ich würde dich vielleicht echt gerne sehen, Junge, aber ich kann jetzt nicht speichern. Es tut mir so leid, es tut mir so leid, Kralle. Alter. Hier so, jetzt zack, hier voll. Nein, das ist keine vollständige. Ich muss kurz speichern, es tut mir leid, weil ich sehe die Hälfte nicht mehr. Junge, was zauberst du da, Zam? Hoshpak. Hoshpak. Sorry, Kralle. Sorry. Warte mal, dann müssten wir vielleicht noch mal kurz zu Urshak schauen. Hoshpak war doch. Da war wieder irgend so ein Teil. Alter, was. Das könnt ihr mir auch mal bitte sagen. Was hat der da gezaubert? Das war safe kein Feuer. Also auch kein. Orkschaman-Talisman. Also halt auch kein Anzeigebug oder sowas. Das war echt was anderes. Da ist nichts zu holen. Hoshpak ist der Böse, glaube ich, gewesen, ne? Und Urshak hatte keinen Bock auf den. So, hier sind auch noch ein paar Orks. Sorry, ich meine Erfahrung. Komm, blockt nicht so viel, ihr seid eh in zwei Schlägen weg. So, der Kampf ist jetzt schon entschieden. So, zack. Jawohl. Nee, ich glaube, wir müssen zurück. Wir müssen ein bisschen zurück. Alter, nice. Okay, die Quest habe ich noch im Kopf. Ich weiß zwar nicht mehr genau, wo er steht, aber das ist gar kein Ding. Die Quest habe ich noch im Kopf. Okay, das können wir dann eigentlich am Ende der Folge noch abgeben, wenn ich es nicht vergesse. Aufsteigen. Bitte bug nicht, perfekt. Ich glaube hier lang. Lang ist's her, ne? Wir sind zwar jetzt ein bisschen durchgestriffen, aber daher, dass wir nicht lange gebraucht haben, um da so weit durchzukommen. Ist das Brand ein bisschen hinterher mit der Map. Aber ich bilde mir ein, wir müssen jetzt hier einmal rechts. Und der stand da so ein bisschen auf. Ich habe den ja fast angegriffen, ne? Sag mal, was ist denn hier los? Kritisch. Hier links oben, oder? Stand der. Wusste ich's doch. Ey, es ist lächerlich, Leute. Es ist halt so schwül, ne?
So, zack. Wenn man rausschaut, man denkt so irgendwie 18 Grad. Vielleicht 15 sogar. Hoshpak ist tot. Hoshpak ist tot. Hoshpak tot? Lustas Hosh. Mein Herz tragen schwere Last. Urshak niemals vergessen großen Ork. Gegeben Urshak Würde von Shaman. Ich verstehe. Hoshpak war dein Mentor. Urshak muss nun tragen Bürde der Trauer und bringen Hoshpak letzte Ehre. Urshak müssen gehen. Freund, besser gehen über Pass. Hier zu gefährlich. Urshak traurig, mein Freund Mensch auch sterben. Freund, besser gehen jetzt über Pass. Ja, ich muss dir echt sagen, Bruder, ich habe quasi deine ganze Sippschaft auseinandergenommen schon. Also, danke, dass du dir Sorgen machst, aber ich glaube, bei denen gibt es nicht mehr so viele. Aber ich glaube, Urshak versteht's, ne? Weil der ist ja so ein bisschen dieser andere Ork, ne? Der ist ja dann doch ein bisschen korrekter drauf. Freund, besser gehen jetzt über Pass. Okay. Okay, ja, okay. Wieso liegen hier noch Leichen? Habe ich die nicht gelootet? Oder wieso, also... Oh, ich bin, glaube ich, auf die falsche Taste gekommen. Oh, man, ich dachte, ich dodge es einfach, indem ich die den Bogen rausziehe. Ja, tatsächlich habe ich nicht gelootet. Warte, liegt hier noch was? Nee, ne? Hier vorne auch jemanden nicht. Das wird natürlich mitgenommen, das ist ganz klar. Jagan. So, und der eine Dude, ne, der ist immer noch hier am Hacken. Okay, da haben wir noch jemanden vergessen. Oh, ganz gut. Ja, holt mal ein bisschen nach. Fett. Ja, gut. Okay. Dann lasst uns mal weitergehen Richtung Gorn. Nächst, glaube ich, aber auch ein ganz guter Plan. Gorn, ein paar Orks metzeln, dann zurück in die City. Ich bin ja irgendwie immer noch der Meinung, dass man sollte das irgendwie sagen können. Von wegen, ja, wir haben die ganzen Orks ausgelöscht um die Burg rum. Gebt mir mal ein paar Goldstücke, ne? Das wär schon angemessen. Hä, was ist hier los? Was? Hier waren wir noch nicht, oder wie? Ah! Dieses automatische Ziel, ne? Es ist zum Kotzen, Alter. Also manchmal auch mit Maus bewegen, der bleibt trotzdem kleben. Stufe gestiegen! Alter, geil, jetzt kommen die Lernpunkte wieder zusammen, ey. Ich traue mich sogar fast wetten. Okay, nee, schwer. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass wir sogar nochmal ein Level die Folge aufsteigen. Weil da waren echt damn viele Orks da unten. Was jetzt hier? Hier waren wir halt... Also, die sind wahrscheinlich die ganze Zeit... Haben das richtig gecircelt, ne? Sind richtig schön außenrum um das ganze Ding hier. Aha. Nee, die ist gelootet, verstehe. Dann habe ich die wahrscheinlich einfach ignoriert oder hatte keinen Bock, jetzt Drachensnapper jagen zu gehen. Na gut. Na gut. So, hier glitschen wir ja ganz entspannt runter. Perfekt. Dann. Lebt da hinten auch wieder was? Nee, ne? Das sind Pflanzen. Mhm, okay. So, Kralle, jetzt hat er aber. Jetzt hat er aber. Jetzt können wir los. Seht ihr, dafür ist er halt ideal, ne? Man ist halt so viel schneller unterwegs. Da liegt nichts. Das ist nur irgendein Glitch. Okay, mal kicken, ne, was wir mit dem Gorn da machen. Ich weiß nicht, ob der einen tiefen Sinn hat. Oder ob wir den Sinn schon weggenommen haben, weil wir den Drachen in der Nähe getötet haben. Might be, da liegen noch zwei, drei Ork-Waffen, aber die sind halt auch nur 3 Gold wert. Das ist mir das Absteigen gerade nicht mal wert. Ah, lol, wartet mal. Ja, wenn wir jetzt eh schon hier sind, ne? Also wir gehen jetzt erstmal zu Gorn und machen die Geschichte da hinten mit dieser Höhle. Aber wenn wir dann noch viel zu viel Zeit haben, dann sind wir ja quasi schon in der Palisade. Dann können wir die eigentlich vielleicht noch mitnehmen. Jetzt versuche ich erstmal Gorn zu finden. Also ich gehe davon aus, dass der hier irgendwie irgendwo sein muss. Aber wobei, als ob der dann einfach mitten bei den Orks ist. Entweder der ist in Gefangenschaft. Wobei, keine Ahnung. Oh, ich habe nicht allzu viel Leben mitgebracht. Ja, hier sind ein paar. Hier sind ein paar. Oh, warte mal, euch nehme ich gleich raus. Okay, euch nehme ich nicht raus.
Komm, hau ihn weg. Perfekt. Der ist schon mal weg. So, einer will uns noch. Oh, da haben wir ja Zeit, ne? Da haben wir ja Zeit. Außer Kralle geht gleich ein. Kommt noch ein. Perfekt. Zack, zack. Easy. Ein bisschen Erfahrung. Mhm. Der hat auch noch keine Ahnung, was abgeht. Ah, hallo. Das ist ein Teleporter oder so, ne? Den haben wir aber damals nicht benutzt. Weil ich gar nicht weiß, ob es diese Stelle so richtig gab. Wir werden es vielleicht gleich sehen. Oder ich werde es vielleicht gleich merken, ob es die Stelle gab oder nicht. Wenn es jetzt doch gab, ein paar von euch fassen sich an den Kopf und denken sich, ja, Digga, es war ja mal wieder klar, dass du es nicht erkennst. Nichts zu plündern, da ist nichts zu. Oh ja, lull. Stimmt, ich habe ein Video gerade eben noch hochgeladen und veröffentlicht. Da stand nur Metin und Dark Souls im Titel und noch ein bisschen Twitch-Stream. Ja, ich wäre jetzt aktuell auf Twitch, ne? Also ich habe mir das gestern mal eingerichtet. Scheint ganz gut zu laufen tatsächlich. Habe ich auch schon im Video gesagt, aber ich gehe halt mal davon aus, dass vielleicht einige von euch sich das noch nicht reingezogen haben, weil halt auch nicht Gothic im Titel stand oder so. Gothic würde ich erstmal nicht streamen, ja. Mal gucken, ob wir den dritten Teil streamen. Das wäre vielleicht noch eine Idee. Zu weit weg. Jetzt, ich stehe doch schon in der Truhe drin. Ich kann mich quasi mit einschließen. Ja, okay. Wollte ich nur mal gesagt haben. Also, wenn ihr da Bock habt, lasst auch gern dort mal ein Follow da. Ich werde bis dahin das Teil einfach in meine Bio gepackt haben. Dass, falls tatsächlich mal Gothic gestreamt wird, ihr das nicht verpasst, ja. Ich meine, ihr werdet es ja dann im Titel sehen. Oh, Mann, Alter. Okay, ich erinnere mich hier, natürlich. Da hat dieser eine Boy das Buch irgendwie vergessen oder halt liegen gelassen. Und da war hier alles voller schwarze Goblins. Und jetzt sind es halt Skelett-Goblins. Wow. Alter, das... Das ist Gefühl, oder? Das ist Gefühl. Ich bin eins mit dem Dietrich, ja? So, jetzt wird es hier aber ein bisschen dark, muss ich sagen, ne? Nee, wär auf jeden Fall ganz fresh, dass, falls ich da mal irgendwie einen Stream mit Gothic starte, dass dann auch die Leute, die Bock auf Gothic haben, am Start wären. Das wäre schon ganz cool so, ne? Heiliges Licht ist immer noch auf der 10, Alter, Urgestein, ja? Seit 30, 40 Folgen auf der 10. So, jetzt werde ich wieder wahrscheinlich ein bisschen ausgeschnitten. Vom Greenscreen, wenn das Licht ein bisschen flackert. Mhm. Ach, da kommt doch schon einer. Mittlerweile auch übelste One-Hit-Wonder, ne? So, ist hier noch einer unsichtbar oder so? Ich bilde mir ein, was zu hören. Ja, doch. Aber der ist, glaube ich, auch im Nebengang. So, ist hier irgendwas? Vielleicht eine Drachenwurzel? Eine Drachenwurzel wär's. Nee, okay. Ich suche die Dinger ja immer noch. Kann doch gar nicht sein, dass die so rare sind zu finden, Alter. Das kann nicht sein. So, hier? Ja, natürlich. Easy. Aber Gorn scheint hier wohl nicht zu sein, ne? Dunkelpilz. Können wir eigentlich auch mal uns wieder reinziehen, ne? Und dann könnte man theoretisch wieder 5 maximale Mana an Belia verkaufen. Da ist nichts zu. Nichts zu. Mhm. Noch mehr, oder wie? Halt. Da ist ihnen halt auch nichts Besseres eingefallen, ne? Komm, lass einfach mal voll viele Skelette reinhauen, so Skelett-Gobbles. Absolut nicht challenging, ne? So, Kralle ist wieder weg. Perfekt. Er bleibt auch weg. Umso schöner. Nichts zu holen. Ja, Alter, ey, soll ich da drauf kacken? Also jetzt mal ganz ehrlich, ne?
Immerhin, wir haben hier Waffe, Wert 1, Wert 10. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Nichts aber, ja, nee, wisst ihr, bevor da irgendeiner so, keine Ahnung, Heiligenring Adonos oder so drin hat, Alter, dann sammle ich lieber nochmal ein, so. Ihr würdet mich hassen, wenn ich das Ding nicht mitnehme. Ja, rechts, nein, rechts. Rechts, links, okay. Goblin-Skelett erschaffen. Naja, okay, okay. Overrated. Der Zauber. Ich hau auf jeden Fall noch ein paar. Oh, 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 hier stehen einige Sachen, glaube ich. Die haben was bewacht. Hm, Axt, okay, Heiltrank, oh. Ja, für den Heiltrank rentiert sich's auf jeden Fall, da mal kurz Halt zu machen. Nagelkeule, okay, okay. Hellebarde? Hellebarde? Wartet, gleich, ja, gleich, gleich, gleich. Streitaxt. Ich glaube, die ist teuer, ne? Also, wenn man sie sich kaufen wollen würde. Alter, und drei Chests? Nichts zu holen. Warte, wir gucken uns gleich mal die Hellebarde an, ja? Links, rechts, nein, links, links, rechts, links, links, rechts, links, okay. Flammenzunge, okay, nichts allzu Besonderes. So, mal gucken, ob die Kombi hier die gleiche ist. Oh, die ist, geht einfach auf, Loot ist aber auch eher, ne? So, rechts, rechts, links, links, rechts. Rechts, links, links, rechts. Rechts, links, links, rechts, rechts, links. Oh Mann. Rechts, links, links, rechts. Rechts, rechts. Oh, ich bin ehrlich, ich hätte es wieder vergessen, ne? Geschicklichkeitsbonus 15. Ja, das Ding ist halt, da dass man nur eins tragen kann, ne? Und wir haben das Auge Innos. Würde ich fast behaupten. Wir finden kein besseres mehr als das. Hm, okay. Ich glaube, das sah irgendwie nach Max aus, aber ich weiß auch nicht. Jetzt mal kurz gucken. Hellebarde. Mal kurz speichern noch. Hellebarde. Die kenne ich halt auch nur aus dem Dreier. Ich habe hier, glaube ich, auch noch gar keine Hellebarde gesehen, so an sich. Glaube ich. Okay. Wartet, mal kurz Licht bitte. Licht. Das ist doch keine Hellebarde. Erzählt mir doch nichts. Die Dinger sind eigentlich 2 Meter lang. Nee, das ist keine Hellebarde. Safe nicht. Okay. Ihr wisst ganz genau, in welche Hellebarden ich jetzt gedacht habe. Deswegen bin ich auch ganz kurz davon ausgegangen, dass der Loot hier von Varus Biker ist. Und dass die einfach was aus einem anderen Teil eingefügt haben. Ne? Wäre es ja auch. Hätte ich auch mega Bock drauf, wenn wir im Teil 3 dann angekommen sind. Das Ganze schon ganz gut zuzumodden mit mehr Rüstung, mehr Waffen und so. Gerne aus dem Teil 2. Jawohl. Also jetzt einen Gorn suchen, ne? Eigentlich nicht, Freunde. Eigentlich nicht. Wir teleportieren uns mal ganz kurz in die Burg, ja? Dann haue ich mich dahin. Dann geben wir auch kurz noch ein paar Quests ab. Und dann reiten wir auf jeden Fall direkt nochmal her. So, dann suchen wir nochmal Gorn, aber nicht in der Nacht. Ja, nee, da habe ich keinen Bock. Die Burg, die Nummer 8 einmal. Vielen Dank. Dank und los geht's. Alter, was ist denn heute los, ey? Entweder wir werden unsichtbar, Kralle, irgendwelche Gegner, die ganze Zeit, irgendwas wird unsichtbar hier. Wer hat auf die falschen Leute gehört? Okay. Ich habe so einiges gehört. Ich glaube aber, bei dem Oberhaupt können wir aktuell noch nicht viel machen. Der will halt die Drachen tot sehen, ne? Das ist ganz klar. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Okay, Licht, du könntest jetzt eigentlich...
könntest aufhören, wenn du willst. Jetzt brauchen wir einen Ferron. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufhört. Nö, nö. Oder? Nee, der hintere? Nee, das war ein Ritter. Okay. Das hat er doch vorher gewusst, ne? Mhm. Sie hat aber auch nichts, oder? Nee. Kann natürlich sein, dass er auch erst nachkommt. Irgendwie, weil er noch schläft oder so. Hey, du. Gibt's hier irgendwie eine Möglichkeit? Nö. Hä, wo ist denn der Ferron? Hm, Ferros. Sorry, Ferros. Hier. Ich habe dein Schwert gefunden. Danke, ich stehe in deiner Schuld. Als Dank werde ich dir zeigen, wie du mit ein paar Tricks deine Kraft und dein Geschick im Kampf besser nutzen kannst. Ja, gegen Lernpunkte. Zeig mir, wie ich meine Fähigkeiten verbessere. Ein guter Kämpfer muss lernen, seine Fähigkeiten direkt auf seine Waffe zu übertragen. Und selbst ist er da nicht drauf gekommen. Schön. Wir haben uns hier einen Stärkelehrer freigeschalten. Jetzt, ja, jetzt, wo das Ding 20 Lernpunkte kostet. Also wir könnten ja einmal 5 Stärke rein lernen, ne? Ne, das wäre jetzt schon echt heavy. Da gibt es, glaube ich, gerade zumindest ganz andere Sachen, ne? Das ist ja... Nee, das machen wir nicht. Okay, dann gehen wir jetzt hier runter und einmal rechts, um weiterhin Gorn zu finden, zu suchen. At least. Kommt Kralle? I hope so. Oh. Mhm. Das Licht bleibt kleben. Perfekt. So können wir es auch loswerden. Das wusste ich nicht. Okay, dann. Das ist ein Lagerfeuer. Ich glaube, die Truhe hatten wir schon mal. Die ist aber echt lange her dann. Dann gehen wir halt mal da hoch. Also ich war jetzt eigentlich echt der Überzeugung. Ich habe gesehen, da war ein Mana-Trank, aber davon haben wir auch viel zu viele. Für einen HP-Trank hätte ich mir noch überlegt, abzusteigen, ja? Das wär ein Ding gewesen. Und dann haben wir das hier abgeschlossen. Oh, seht ihr, das meine ich. Also Gorn sehe ich gerade nicht. Alter, was? Schon wieder? Da ist nichts zu holen. Da kommt man nicht rum, ne? Wofür das ist, der Spaß hierhin? Schon einfach eine Sackgasse. Hä, the fuck? Wo soll Gorn sein? Ah. Mich interessiert es zwar, aber ich will doch nicht reinspringen, ne? Hä, wo geht denn das hin hier, was? Oder führt es dann wieder ins Tal zurück? Okay, na gut, ich will nichts gesagt haben. Gorn? Wie wahrscheinlich ist es, dass er hier ist? Hier, genau hier steht er, wisst ihr? Aber was? Actually, was? Wo gehen wir denn hier hin? Hm. Ja. Nett. Ich steig mal kurz auf. Oh, gut. Ich wollte gerade schon sagen, yo, Moment, es laggt. Ja, dann. Hier oben schaut es ja auch schon mittlerweile ziemlich clean aus. Oh, lol! Hey! Zum Glück habe ich noch vorbeigeschaut, ey. Zum Glück habe ich noch vorbeigeschaut. So, dann erzähl mal, Junge, was machst denn du hier, hm?
Wie sieht's aus? Mutig von dir, hierher zu kommen. Hast dich verlaufen, was? Oh. Wartet. Ich hab grad gespeichert, ne? Warte, ich will nichts hören. Ich will nichts sehen. Und zwar machen wir es so. Ich will die Gesprächslautstärke ein bisschen hochdrehen. Perfekt, okay. Ja, ne, ist halt sonst doof. Okay, so können wir da reingehen. Wie ist das? Wie sieht's aus? Ganz schön mutig, ja. Kennen wir? Was machst du hier oben? Ich bin hier, um Geld zu machen. Hier in der Einöde? Ich bin Jäger. Hab mich auf die schwierigen Fälle spezialisiert. Feuerwarane, Minecrawler, Drachensnapper. Okay. Alles, was sonst kein anderer jagen würde. Das bringt Geld. Ansichtssache? Tolle Rüstung, die du da trägst. Ja, schwer zu kriegen. Die ist aus Minecrawler-Platten gemacht. Hat mir ein Typ namens Wolf angefertigt. War damals Gefangener hier in der Kolonie. Hab ihm ein paar Minecrawler-Platten besorgt und ein paar Tage später war das Ding fertig. Der Typ ist okay. Wo ist dieser Wolf jetzt? Den kennen wir doch. Ist lange her, dass ich ihn gesehen habe. Damals war er einer der Söldner hier in der Kolonie. Vermute, dass er immer noch mit den Jungs rumhängt. Hä, als ob die Frage jetzt worth ist, Alter. Ich meine, wie wahrscheinlich ist es, dass man an diesem Zeitpunkt hier steht und Wolf noch nicht einmal gesehen hat? Wie wahrscheinlich ist es? Was gibt es hier zu sehen? Eine Menge Feuerwarane, Orks, was weiß ich noch alles. Bin noch nicht weiter oben auf der Hochebene gewesen. Würde auch dir davon abraten, es zu versuchen. Hört sich nicht gut an, was da oben haust. Ja, der Drache, aber den haben wir jetzt ja schon, ne? Also den haben wir, was heißt jetzt schon, ne? Das ist ja... Kannst du auch Drachen ausnehmen? Sicher, warum nicht? Bring mir bei, Tiere auszunehmen. Warum nicht? Hab im Moment genug. Ich glaube, weil die Frage mit dem Drachen gerade kam und der ist so chillig drauf, ich glaube, wir hätten keine 1000 Gold bezahlen müssen. Bei dem anderen da unten mussten wir es ja schon machen, ne? Hier hast du dich also verkrochen. Du bist auch nicht klein zu kriegen, was? Hast du schon Beute gemacht? Ich warte noch. Ich habe den Eindruck, dass da oben in der alten Felsenruine was zu holen ist. Nachts brennen dort Lichter. Und ich kann Schreie hören. Vielleicht Lester. Vielleicht ist es Lester, der in seine alte Felsruine zurückgekehrt ist. Kann nicht sein. So viel ich weiß, wohnt Lester dort oben nicht mehr. Ja, ein Drache, die Frage halt, ne, Leute. Ein Drache? Höchstwahrscheinlich. Die Hochebene da oben wird bewacht wie die verdammte Schatzkammer des Königs. Leider ist das der einzige Weg zur Festung. Als ob die Drachen noch nicht schlimm genug wären. Sie haben anscheinend noch einige weitere Unholde im Schlepptau. Was für Unholde sollen das sein? Diese Echsenmenschen. Ich habe sie noch nicht richtig erkennen können. Aber sie sind aufrechtgehende Wesen mit schuppiger Haut. Sie streifen über die Felsen wie Snapper, die eine Beute gewittert haben. Ich kann sie hier unten schnüffeln und schnauben hören. Ich glaube, sie haben die ganze Ebene da oben in Beschlag genommen. True, dann bin ich halt echt richtig krank an den beiden vorbei, ne? Was ist mit den Orks? Ich beobachte sie schon eine ganze Weile. Die Barrikade, die sie da unten errichtet haben, soll irgendwas verbergen. Ich vermute, es haben sich schon Massen von ihnen dahinter versammelt. Du meinst noch mehr als ohnehin schon hier sind? Würde mich nicht wundern, wenn sie eines Abends ihre Palisaden abreißen, in Scharen über den Pass marschieren und das ganze Land überschwemmen. Ich habe kein gutes Gefühl bei dem Ding. Wenn das passiert, muss ich zurück und Lee warnen. Er will ohnehin von der Insel verschwinden. Spätestens dann wird's Zeit, Mann. Ja, davon haben wir ja eh schon gehört, ne? Dass da offensichtlich viele Orks sein sollen. Ist ja, glaube ich, auch dann so ein bisschen der Hint auf den dritten Teil, glaube ich. Also zumindest, was die Menge der Orks angeht. Der Felsdrache ist tot. Ich 200. Nicht mehr. Warst du oben in der Felsenfestung? Ja. Hab ich's mir doch gedacht. Wo du auftauchst, bleibt kein Stein auf dem anderen.
Was willst du jetzt machen? Ich bleib noch eine Weile und mach mich dann auf den Weg zurück zu Lee. Vielleicht treffen wir uns da ja wieder. Ich kann diese verdammte Gegend bald nicht mehr sehen. Es wird Zeit, dass wir aus diesem Land endlich verschwinden. Bis dann. Das klingt für mich auch ein bisschen nach einem Hint, dass das Spiel demnächst zu Ende ist. Ein Gehstock. Ja, die beiden haben sich hier richtig gemütlich gemacht. Ja, also mit dem, jo, wird Zeit, dass wir hier gehen, es klingt für mich schon so nach einem kleinen Hinweis. Okay, das ist dann aber trotzdem sehr, lol, okay, sehr wichtig, dass wir mit Gorn geredet haben, weil ich glaube, das führt jetzt alles so ein bisschen zusammen. Wenn ich mich recht entsinne, ist Lester, Lester muss doch... Oh, warte, wo ist denn der Boy jetzt hin? Weil ich glaube, man trifft sich doch dann, man versammelt die doch gerade so ein bisschen, oder? Man hat Gorn rausgeholt, dann guckt er weiter, Milton wollte irgendwie zu Lester oder so gehen. Lester war eigentlich irgendwie mal kurz bei Xaras. Also ich glaube, man versammelt die jetzt alle so ein bisschen in Corinis und da gibt es halt also mehr oder weniger einen Showdown oder so. That's my guess. Mhm. Mal gucken. Dann, ja, jetzt ist die Sicht natürlich schon wieder ultimativ geil. Also bei mir sind es gerade 39 Minuten. Und wenn wir jetzt schon bei der Palisade sind, ne? Dann würde ich halt sagen, dann räumen wir da halt mal ein bisschen auf. Wir, hab's ja vorhin schon gesagt, rennen ja eh wie so ein Dämon übers Land und die Orks sind halt quasi nichts mehr für uns. Von daher, dann lasst uns die mal aufräumen. Vielleicht finden wir noch ein bisschen... So ein kleines Goodie oder vielleicht finden wir ein bisschen eine Impression für die Story, ne? Weil offensichtlich sind hier ja viele Orks. Ich habe letztes Mal, als ich hier vorbeigerannt bin, glaube ich, keinen Eingang gesehen. Deswegen, vielleicht habe ich auch einfach schlecht gesucht. Ich war ja auch gejagt von Orks. Schaut hin! Soll ich mal probieren, die Kacke wegzubekommen? Einstellung? Aber ich muss hier wieder ein bisschen was ändern dann, ne? Musik hier, Sound hier. Erweitert? Nein. Steuerung? Nein. Spiegel vielleicht. Guidance Controls, Kampffokus, keiner. Und ja. Interaktiver Fokus. Nein. Okay, ja, ich probier's mal, ob es das jetzt war. Ich weiß es nicht. Also ich hätte eher auf Kampffokus getippt, aber gut. Ne? Nichts zu plündern. Warte mal, kann ich hier noch kurz bitte vielleicht meinen Trank rausziehen oder so? Ja, sehr schön. Den nehmen wir mit, ja. Das hier? Geht es? Nein. Schaut mal hin. Bisher immer noch kein Durchgang. Ist wahrscheinlich einfach so eine Side-Story, die einem halt erzählt wird. Aber ich glaube, man kommt da actually nicht hinter und muss irgendwie die Orks aufräumen oder so. Alter, Jungs! Okay, das war ein bisschen bad played. Wenn die halt so wegblocken, ne, und dann bekommen wir eine Salve nach der anderen ab, also eine Hiebsalve nach der anderen. Schwer. So. Haben wir den schon mal. Sonst renne ich hier rüber. Wir müssen nämlich aufpassen vor dem Feuer. Okay, gut, der schießt einfach durch den Baumstamm. Ja, gut, alles klar. Oh, du willst Arno. Okay, warte, den müssen wir auch noch schnell wegnetzen. Easy. Chilliger als ein Scavenger. So, komm, rutsch mal auf. Uff. Ah, nee, da war er sogar. Komm. Ja, dann denke ich mal fast, dass wir bei Wolf... die Rüstung herbekommen, oder? Die eigens für uns angefertigte.
Hier irgendeine brutale Ork-Axt. Stimmt, das könnte sein. Das könnte sein. Wir haben die Waffe. Wir haben dann die eigens für uns angefertigte Rüstung. Nein, das stimmt. Nee, das war ja die Waffe. Rüstung sollen wir die beste bekommen, die es bei unserer Fraktion gibt. Da müssen wir wahrscheinlich schon noch weiter gucken, auf, dass wir halt diese schwere Drachentöterrüstung bekommen. Eventuell ja, wenn wir den letzten Drachen besiegt haben. Macht zwar so irgendwie keinen Sinn, aber irgendwie auch schon Sinn. So als Belohnung, so, jo, du hast die Drachen weggehauen, jetzt bekommst du die krasseste Rüstung. Auf der anderen Seite würde ich mir halt denken, ja, Digga, wäre halt schön gewesen für den Drachen, ne? Aber dann gehe ich mal fast davon aus, dass die Minecrawler-Plattenpanzerrüstung besser ist. Oh lol, da liegt ja jemand. Hä? Dumm? Easy. Dich wollte ich jetzt nicht. Ende. 10 Grad. Habe ich nicht gesehen. Habe ich jetzt nicht gesehen. Warte mal, nach dem sollen wir wiegen. Also nicht wegen. Für Uda. Für Uda war der, ne? Wartet mal. Seine Armbrust. Okay, die Bolzen. Heilwurzel, Feuerring. Ach. Hier wäre sie gewesen, ne? Hätten wir uns nicht kaufen müssen dann. Eisblock, gut. Blitzschlag, gut. Auch gut. Juckt. Schlaf, Snapper rufen. Wobei der war ganz. Oder ne, Drachensnapper war gut. Wolf, Ziel heilen, Blitz, alte Münze, ein bisschen Cash, Pech und Bergkristall, okay. Jo, da hat er gut was dabei, ne? Die Quest können wir dann wohl auch abgeben. Mhm. Alter, hier ist noch echt einiges los von Orks. Ach, hör auf zu blocken! Ich glaube, die wollten uns damals... Oder nee, warte, an denen sind wir, glaube ich, noch richtig gut vorbeigekommen. Ihr müsst euch vorstellen, in der Dunkelheit sind wir hier geschwommen. Hier in dem Bach waren wir. Und die hatten keinen Clou. Mhm. So, noch ein Perfekt. Alter, da sind wir wieder dabei. Ja, auch hier, ne? Geht's nicht unbedingt rein. Ich habe fast das Gefühl, es ist ein bisschen besser geworden mit dem Anvisieren. Ist nur ein Gefühl. Wie schaut's eigentlich erfahrungstechnisch aus? Okay, ja, gut. Dafür, dass wir jetzt aktuell 20.000 brauchen, irgendwie seit dem Levelaufstieg, oder seit dem vor ein paar Levelaufstiegen war das ja so, kommen wir auf jeden Fall ganz gut voran. Es passiert halt manchmal, ne? Gerade noch gecallt. Wobei das schon echt eher mein Verschulden war. Na komm. Hol ihn weg. Ah! Perfekt. Da ist nichts zu holen. Und ich glaube, die Drachensnapper, die da hinten stehen, die haben mir damals ziemlich zu schaffen gemacht. Mal sehen, ob es jetzt immer noch so ist. Fällt knöderig. Was ist das? Alter, ich dachte gerade echt, man kommt da durch. Was ist das hier? Inquisitor. Ist das... Ist die Special? Ist es nicht. Auf jeden Fall hat sie keine Bombenwerte. Wobei natürlich als Einhandwaffe... Okay, not that bad, glaube ich, als Einhandwaffe. Die Elite nehmen wir auch mit. Dann war's das hier, ne? Also wie chillig, wie chillig. Man kann sich einfach so richtig geil von hinten anschleichen. Man muss sich nicht mal... Ach komm, hör auf. Man muss sich nicht mal anstrengen. Okay, dann rüber. Die noch wegbolzen. Ah, da vorne sind auch noch Orks.
War das so viel Weg, den wir da gemacht haben, als wir hier das erste Mal rein sind? Kann doch gar nicht sein. Alter, hier sind ja noch übel viele Viecher, what? Mhm. Alter, hier sind auch noch Orks. WTF. Ja, okay, die sind actually halt noch was wert, ne? Okay. Ich weiß ja nicht. Vielleicht ist die letzte Rüstung ja auch nochmal übel viel wert. Dann könnte es sein, dass wir das Zeug brauchen. Wobei wir auch gerade wieder richtig rich werden, ne? Also jetzt nicht mit den zwei Gold hier, aber der ein oder andere Elite-Ork hat ja dann doch mal einen Huni stecken oder so. Mhm. Oh, lol. Krall ist Infight. Das ist nicht Kralle. So easy. Ah, wartet mal. Meine Erfahrung. Ja! Die 1000 Erfahrungen nehmen wir mit. Oh, jetzt aber schnell weg. Okay, Jungs. Kralle lenkt irgendeinen ab. Hör auf. Nein! So bad! Okay. Das geht besser. Okay. Also erstmal den Schattenläufer hier wegbolzen. So. Mal. Unser Kralle ist nämlich schlechter als der. So, Ebola, der Schattenläufer. So, und jetzt ziehen wir uns einen Trank rein, dann natzen wir schnell den anderen Schattenläufer, holen uns die 1000 Erfahrung und dann hauen wir auch gleich die anderen Orks um. 1000 Erfahrung ist, das ist zu lecker. Das darf nicht entgehen. Ist der jetzt schon tot oder hat er sich irgendwie... Nee, keine Ahnung, ob das da hinten ist. Nee, ich glaube, es ist ein Bart, ne? Ah! Der Fokus! Hör auf! Nee, es wurde nicht besser. Vergesst, was ich vorhin gesagt habe. Es wurde nicht besser. So, dich hauen wir auch weg, Alter. Hä, wo ist denn der Schattenläufer jetzt hin? Hier war doch gerade noch einer. Wo sind meine 1000 Erfahrungen hin? Die können nicht einfach weg sein. Ich sehe ihn auf jeden Fall nicht mehr. Lass mich mal noch kurz einen Trank nehmen, nicht, dass gleich noch eine Überraschung kommt. Oh, was ist das? Also, ja. 3 Gold. I see. Da hinten ist er. Perfekt. Ist noch am Start. Alter, hier war ja echt noch übel viel, ey. Aber ich glaube, jetzt sind wir hier durch, oder? Alter, überlegt mal, wie viel wir jetzt weggeklopft haben. Nee, wir sind nicht durch. Wartet, wir machen auch gleich den Schattenläufer. Aber wir haben hier noch einen Ork. 2 Orks vielleicht sogar. Zeitlich sind wir sehr gut dabei. Und wir sind bald das nächste Level ab, Alter. Oh, gib mir 3, 4 Orks. Und den Schattenläufer, dann haben wir 2 Level-Ups in der Folge. Imagine. Alter, ja, okay, das ich glaube, wir bräuchten nicht mal den Schattenläufer. Das ist hier schon das Level-Up. Oh, der kommt, perfekt. Dann natzen wir den. Ah. Ja, 50, was machst du hier oben? Scheiße, da ist wieder irgendwas unsichtbar. Drachensnapper. Kralle, Jung, komm nicht in meinen Schlag rein. Danach bist du wieder sauer.
War hier nicht noch ein Ork? Kralle ist ein Level up. Ich glaube, hier war. Hä, hier war doch gerade noch einer, oder nicht? Nicht zu plündern. Hatte man den unsichtbaren Drachensnapper noch? Jawohl. Insane. Insane. Da noch einen Schattenläufer. Wir brauchen ihn doch. Alter, das ist halt richtig geil, mit so einer Waffe erkunden zu gehen. Du hast halt quasi keine Blockaden mehr, ne? Manchmal ist es vielleicht doch ein bisschen schwer, wenn du dich zu sicher fühlst. Dann stirbst du doch noch. Aber wir brauchen jetzt keine Stunde, nur um 5 Meter zu machen. Das ist schon auch recht praktisch, ne? So, der pennt. Das sehe ich, der pennt. Alter, der ist ja fast schon hinüber. Stufe gestiegen. 2 Level in einer Folge. Easy. Ja, easy. Wir sind noch ein paar Leichen. Da muss man aber sagen, da hat uns der Schattenläufer die Erfahrung gestohlen. Oh, da ist sogar noch einer. Wir können doch mal jetzt kurz gucken. Schaut hin, das sind sogar mehr. Mehr als 20.000 XP für ein Level Up. Was ist hier in der Grube? Nichts. Aber das ist auch so ein Gebiet. Never hätten wir das gepackt, ne? Ich bin echt surprised, wie heftig wir sind mittlerweile. Hier oben hatten wir, glaube ich, aufgeräumt. Ich glaube, da bin ich in der Nacht mal nur bis hierhin. Dann habe ich, glaube ich, Schicht gemacht oder so. Okay, ja, wenn ich jetzt halt auch so überlege, wenn ich so nach vorne schaue, wir haben hier alles, haben wir in dem Bereich hier, also bis komplett durch, die ganze Map durch aufgeräumt. Eventuell ist noch oben was. Die Palisade haben wir jetzt auch. Hinten, also hinter dem Wald könnte man auf jeden Fall reinschauen und ich glaube... Wir könnten nochmal zur Hütte schauen. Da kann auch sein, dass noch was los ist. Zu dieser Hütte, wo damals... Kavaloan eventuell stand. Das kann sein. Das kann sein. Wenn nicht, gehen wir einfach noch da hinten. Nächste Folge. Gucken uns da nochmal um, hinterm Wald oder so. Und dann könnten wir, glaube ich, gegen den Drachen fighten. So, oder wir geben jetzt noch ein paar Quests ab, ja? Perfekt. Ich habe Zen gerade gefunden. Machen wir den. Wirklich? Wo ist der? Er ist tot. Hier ist deine Armbrust. Er hatte sie bei sich. Ich wusste. Er muss sich die Armbrust zurückgeholt haben, ist aber dann doch wohl von den Orks erschlagen worden. Verdammter Narr, ich wusste es. Wir werden alle sterben. Das wäre jetzt halt der Zeitpunkt, wo ich gesagt hätte, nein, werdet ihr nicht, weil es gibt quasi keine Orks mehr hier. Vielleicht noch vereinzelt, aber quasi gibt es eigentlich keine Orks mehr. But okay. Was war jetzt hier noch offen? Urshark. Ich sollte ihn ziehen lassen. Ja, das klingt für mich fast nach beendet. Weil hätten wir jetzt nochmal zu Urshark gehen sollen? Die Dracheneier. Eine Drachen faselte irgendwas für Nachkommenschaft. Bestand seiner Ahnenreihe. Ich fürchte, sie haben ihre Brut über die ganze zivilisierte Welt verteilt. Okay, Diebstahl. Vermisst sein Geldbeutel. Schwer. Schwer. Wie ich das bekommen soll? Taschendiebstahl wahrscheinlich. Die Drachenjäger, was geht hier? Laut Gorn haust ein Drache in der alten Felsenfestung. Aber haben wir ja schon gesagt, dass wir ihn umgehauen haben, ne? Drachenjagd. Okay. Schattenläuferhörner für Buster, glaube ich, geht nicht mehr. Geistige Irrwege. Ja, genau, das ist das... Wo wir noch einen Baal brauchten. Baal hießen die Dinger, ne? Wüsste ich jetzt gerade auch nicht. Hammerschnaps. Keine Ahnung mehr, an wen wir es verkauft haben. Skip auf dem Trockenen. Blutkelche. Hör mir auf, Alter. Hör mir auf. Schnaubende Kreatur ist verkackt. Auge Innos haben wir ausgerüstet, ne? Ja. Pulsiert volle Energie. War es jetzt wirklich nur hier abgeben? Das waren die Quests. Hatte ich nicht mehr? Okay, lasst mich nochmal kurz hier zum Oberhaupt gehen.
Und dann würde ich echt sagen, für die nächste Folge gehen wir mal nach da oben noch. Ja, hinter dem Wald. Und dann schlachten wir uns da ein bisschen rum. Und wenn es da halt auch nichts gibt, dann gehen wir halt nächste Folge sogar schon zum Eisdrachen. Je nachdem, was es noch an Content gibt. Hat es inzwischen wieder Angriffe da drin? Zum Glück nicht. Das kennen wir. Warte mal. Nee. Zum Glück. Okay, nee. Der hat wahrscheinlich auch nichts mehr gesehen, ne? Du gehörst auch zu diesem Abschaum, der sich selbst Drachenjäger nennt? Eigentlich hätte ich von dir erwartet, dass du mehr Ehre im Leib hast, als dich diesen Leuten anzuschließen. Wenn es nach mir ginge, würde ich sie allesamt aus der Burg jagen. Sollen sich die Orks um sie kümmern? Nummer 1. Es gibt keine Orks mehr. Nummer 2. 3 von 4 Drachen wurden in erster Linie von mir, aber von den Drachenjägern umgehauen. Was kannst du vorweisen? Junge, der kommt da aber auch früh. Alter, hat er uns nicht die ganzen Informationen über die Drachen gegeben? Wir jagen die Kackdrachen und jetzt kommt so ein Scheiß, oder was? Findest du nicht, dass du übertreibst? Du solltest ihnen eine Chance geben. Im Gegensatz zu Lord Hagen sind sie hier. Nee, ich will eigentlich schon auf persönlicher Ebene eigentlich schießen, so, aber... Schau mal, das ist noch so einfühlsam. Solltest du ihnen eine Chance geben? Findest du nicht, dass du übertreibst? Da stell doch noch die Frage offen. Nee, du übertreibst. Ja, okay, machen wir so. Im Gegensatz zu Lord Hagen sind sie hier. Leider. Sie sind alles, was wir haben. Innos hat uns wirklich eine sehr schwere Prüfung auferlegt. Junge. Weg mit der Waffe! Am liebsten. Achso, er war's. Ich brauche mehr Informationen über die Drachen. Ich habe das Gefühl, dass ich noch nicht alle Drachen... Im Moment. Okay, dann haben wir die Informationen hier schon abgeholt. Kleiner Passival, Alter. Und sonst? Ach, lass mich in Ruhe. Na gut. Man übt sich in Ruhe. Gut, dann würde ich sagen, war es das für diese Folge hier. Nur, dass ihr es nochmal versteht. Wir gehen in diese Direction, wo der Pfeil gerade steht. Ich habe so einiges gehört. Davon lasse ich lieber die Finger. In diese Direction. Ja, diese Ausbuchtungen oben, die untersuchen wir auf jeden Fall mal. Und wie gesagt, wenn es da nichts gibt, dann nehmen wir einfach gleich diesen Schlängelpfad nach links weg. Und ja, gucken mal, was da bei der Eiswelt ist. Aber wie ich Gothic kenne, ist da eh genug Content, dass wir Minimum auf eine Stunde kommen. Und dann kann ich das eh wieder nicht starten. Das heißt, wahrscheinlich wird nächste Folge nochmal ein bisschen Erkundung gemacht. Und dann... Soweit ihr nicht irgendwie geschrieben habt, halt, stopp, voll fett, wichtig, was vergessen oder so, ja, kommt dann der Eisdrache dran. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Leute, und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal.